Hallo zusammen. Ich habe heute, wie angekündigt, eine kleine Rezension für euch. Es wird aber, denke ich, keine normale Rezension, indem ich euch einfach was über den Aufbau und den Inhalt des Buches erzähle. Dieses Buch ist nämlich was wirklich Besonderes. Ich habe es auch schon in meinem letzten Lesemonat angekündigt. Dieses Buch kann ich mit keinem anderen vergleichen. Ich kann nicht genau sagen, worum es darin geht und worum es darin nicht geht, weil das ganze Leben darin irgendwie so ein bisschen thematisiert wird. Wovon ich rede, ist Briefe an die grüne Fee. Ich hoffe, ihr seht es und es spiegelt nicht zu sehr. Worum es in dem Buch geht, wie gesagt, kann ich nicht so genau sagen. Das Buch hat mehrere Handlungsstränge. Es wird aus der Sicht eines Protagonisten erzählt, der eben eigentlich über sein ganzes Leben berichtet. Über große Ereignisse, über Kleinigkeiten, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter hinein. Hinten drauf steht, es wäre ein Briefroman oder der neue Werther in einer neuen Zeit. Dem stimme ich ein bisschen zu, aber auch nicht ganz. Also, wie gesagt, es gab sowas wie dieses Buch noch nicht. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Und deswegen finde ich auch nicht, dass man es vergleichen sollte. Es sollte einfach nur für sich alleine stehen. Und weil ich gar nicht so genau sagen kann, worum es in diesem Buch geht und wie dieses ganze Buch überhaupt funktioniert, möchte ich euch einfach mal schnell erzählen, was dieses Buch mit mir gemacht hat. Weil genau das der Grund ist, warum ich dieses Buch so gefeiert habe. Es liegt vielleicht auch ein bisschen am Schreibstil. Es ist teilweise sehr poetisch. Über manche Sätze muss man wirklich nachdenken, um sie im Vollen und Ganzen eben zu verstehen. Andererseits gibt es dann aber auch wieder Absätze, die sind echt sehr umgangssprachlich und teilweise schon richtig vulgär geschrieben. Diese Mischung hat das Ganze echt interessant gemacht, hat dem Ganzen so ein bisschen Würze und Pep gegeben. Und ich glaube auch, ich habe ja in einer Leserunde teilgenommen, in der ich dieses Buch gelesen habe, wo der Autor das auch bestätigt hat, dass er sich wirklich lange mit diesem Buch beschäftigt hat und sich wirklich sehr, sehr viele Gedanken um Formulierungen und Sätze gemacht hat. Und genau das merkt man diesem Buch eben auch an, wie viel Liebe und Mühe da drin steckt. Was das Ganze mit mir gemacht hat, ist auch schon wieder was, was ich eigentlich nicht beschreiben kann. Es hat mich so zum Nachdenken angeregt. Ich habe mich dem Protagonisten teilweise so verbunden gefühlt, andererseits aber dann wieder auch gar nicht, dass ich eben angefangen habe, so viele Dinge in meinem Leben zu hinterfragen. Teilweise auch Punkte, über die ich noch nie vorher nachgedacht habe. Das Buch hat mich zum Lachen gebracht, es hat mich traurig gemacht, es hat mich teilweise überrascht und hat eben fast schon was in meinem Leben verändert. Dadurch, dass ich über so viele Dinge nachgedacht habe, an die ich noch nicht mal gedacht hatte vorher. Und genau deswegen finde ich, dass jeder, der so ein bisschen tiefgründigere Literatur mag, dieses Buch gelesen haben sollte. Es ist einfach unfassbar, was dieses Buch beim Lesen mit einem anstellt. Das hatte ich noch nie zuvor bei einem Buch. Deswegen kann ich es euch wirklich nur ans Herz legen. Lest dieses Buch, lasst es auch euer Leben verändern sozusagen. Von mir kriegt es 5 von 5 Sternen und ich finde, wie gesagt, dieses Buch sollte man gelesen haben. Ich werde es sicher auch irgendwann nochmal lesen, weil ich glaube, dass beim zweiten Mal lesen gerade noch einige Punkte auftauchen, die man beim ersten Lesen vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat, weil man noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt war. Ich denke einfach, dass dieses Buch für jeden sehr viel zu bieten hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Viel Spaß beim Lesen und bis bald!